Ich bin neulich durch die Stadt gefahren. Gecruised, sagt man ja heute so, ne? Durch die Stadt gecruised. So, ne? Und ich habe so ein bisschen Stalking Light gemacht. Kennst du das? Dass du einfach Leute beobachtest so? An der Bushaltestelle oder an der Bahn oder bei Starbucks oder beim Einkaufen oder wo auch immer. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass egal, wo die Leute waren, so, ne? Egal, ob sie an der Bushaltestelle gewartet haben oder bei Starbucks gesessen haben, alle Leute haben ein und dieselbe Sache gemacht. Und zwar diese Bewegung. Vielleicht kennst du sie. Ey, und ich denke so, ne? Ey, da steht vielleicht die hübscheste Person neben dir, so, ne? Vielleicht dein Traumpartner und du checkst es nicht, weil du deine Facebook-Nachrichten checkst, so, ne? Ey, und du könntest sie kennenlernen, du könntest ein schönes Leben haben, Hashtag put a ring on her finger. Ey, und du könntest sie richtig, oder? So, ne? Aber so, ne? Und ey, ehrlich, no offense, weil ich glaube, jeder von uns ist so. Ich glaube, das ist die Zeit, in der wir gerade leben. So, ja, wir stehen morgens auf, ey, und wir checken zuerst unsere Facebook-Nachrichten und unsere Instagram und Twitter und WhatsApp und whatever. Okay, alles so. Alles, was wir so haben, so, wir checken die Sachen. Sondern weil wir in dieser Zeit einfach, in dieser Kultur leben. Und wenn jemand uns eine Nachricht schreibt und wir nach 7 Minuten nicht zurückgeschrieben haben, dann kriegen wir noch eine Nachricht von wegen, ey, bist du noch mein Freund? Oder bist du sauer auf mich? Ist alles in Ordnung? Das ist die Zeit, so, in der wir leben, oder? Und ich dachte so ein bisschen zurück, so, ne, wie war es, als ich ein Teenie gewesen bin? So, ne, als ich ein Teenie gewesen bin, bin ich halt nach Hause gegangen, wie alle anderen Teenies halt auch nach der Schule. So, ne? Und ich bin nach Hause gegangen und damals gab es bei uns nicht, dass ich mich auf die Couch setze und irgendwie Playse zocke oder mit meinem Smartphone rummache oder sonst was, weil es damals das noch gar nicht gegeben hat. So, ne? Bei uns gab es noch die richtig coolen Sachen und zwar Nintendo. Okay, kennt ihr, ja? Das ist oldschool, oder, ey? So, ne, du pustest in diese Diskette rein, hey, und steckst sie rein, damit du Donkey Kong spielen kannst. Und dann wartest du kurz, so, ne, bis 1,5 Minuten, bis dieses Nintendo-Zeichen langsam hochkommt. Und dann kommt Ding, und dann weißt du, okay, jetzt geht's gleich los, so, ne? Hey, und damals, also wie gesagt, sowas gab es bei uns nicht. Ich bin nach Hause gekommen und wenn ich gesagt habe, ey, ich hab Hunger oder sowas, ne, dann meinten meine Eltern immer, okay, geh raus spielen. Kennst du das, oder? Kommst nach Hause und sagst, ey, ich bin müde, geh raus spielen. Ich will auf der Couch sitzen, geh raus spielen. Mir ist langweilig. Geh raus spielen. Ey, und dann gehst du raus und denkst, okay, danke, jetzt ist mir kalt und langweilig. Und du stehst raus, weiß nicht, was du machen sollst. Ey, aber ich erinnere mich daran, dass ich einen ganzen Tag lang, und versuch mal mit reinzukommen in diese Geschichte, ich konnte einen ganzen Tag lang draußen verbringen, ohne ein einziges Foto zu machen und das zu posten. Oder? Mein erstes Smartphone war ein Gameboy. Wer hat ein Gameboy? Ey, wer hat seine Kindheit damit verbracht, die Geliebte von Super Mario zu retten? Oder, ey, hast du jemals einen Dank bekommen? Nein. Und ich dachte so, ey, um ehrlich zu sein, so, das ist so, ne, alles eigentlich, was wir heutzutage machen, so, es muss eine Bedeutung haben. Es muss von Bedeutung sein. So, ne, weil, wenn wir ehrlich sind, hey, die Tage, unsere Tage von jedem Einzelnen hier, die sind ja gezählt. Okay, wir haben nur eine ganz bestimmte Anzahl an Tagen, die wir hier auf dieser Erde verbringen werden, oder? So, und ich dachte, hey, alles, was wir machen, muss eigentlich von Bedeutung sein, egal ob es klein oder groß ist, egal ob es wichtig oder unwichtig ist. Es muss eine Bedeutung haben. Und dann dachte ich so, hey, was hat mein Leben eigentlich für eine Bedeutung heutzutage? So, und ich erinnere mich daran, hey, wie Jesus in Lukas 8, er nimmt seine Gang, er nimmt seine Jünger und sagt, come on, hey, wir gehen aufs Boot, hey, und dann gehen sie los und fahren los mit ihrem Boot. Und ich denke so, ey, ich weiß nicht, ob ich mit Jesus und den Jüngern in ein Boot steigen würde, weil, sind wir ehrlich, es passiert immer irgendwas Schlimmes, oder? So, ne? So, aber egal. So, ne? Und diese Jünger, sie waren ja Fischer, okay? Das heißt, die hatten eigentlich Ahnung vom Wetter und so, ne? Aber sie steigen wieder mit Jesus ins Boot und was passiert? Jesus schläft ein und ein Sturm kommt. So, ne? Und die sind völlig am Ausfreaken und denken, okay, sie werden sterben. Wer hätte es gedacht? So, ne? Und Jesus schläft ein, ey, und ich dachte so, ne? Versuch mal mit reinzukommen, wie müssen sich die Jünger da gefühlt haben? Hey, es ist nass, es ist kalt, sie haben Angst, es ist dunkel, sie denken, sie sterben. Und ich dachte, hey, wie oft ist es vielleicht in deinem und meinem Leben genauso, hey? Wir sind zwar mit Gott unterwegs und so, ne, aber dann kommen wir in Situationen rein, in Dramen und Katastrophen, wo wir uns fragen, hey, wie bin ich hier reingekommen? So, ne, und es wird immer tougher und wir fühlen uns so, wie als würden wir mit dem Rücken an der Wand stehen. Und wir denken, okay, Gott hat uns in diese Situation reingebracht und er hat uns hier einfach vergessen. Und dann passiert Folgendes. Die Jünger gehen zu Jesus und sie wecken ihn auf und sagen, hey Jesus, es ist schon 7 Minuten her, dass ich dir eine WhatsApp geschrieben habe und dich wecken wollte, so, und du hast nichts gesagt. So, und Jesus steht dann auf, hey, und er rettet sie. Was auch letztendlich sein Job war, oder? Ich meine, er ist ja gekommen, um zu retten.
Und dann sagt er zu den Jüngern, warum habt ihr Angst? Und ich denke so, ehrlich Jesus, warum habt ihr Angst? Hey, die wären fast draufgegangen. Aber dann dachte ich, hey, genauso ist es mit mir doch auch. Wir gehen vor Gott und wir denken, hey, dass Gott es nicht wirklich gut mit uns meint. Wir denken, dass Gott nicht wirklich für uns ist, dass er gegen uns ist, dass er die ganze Zeit mit erhobenen Zeigefinger hinter uns herrennt und nur darauf wartet, dass wir irgendwie missbauen, damit er uns überrollen kann, oder? Hey, aber nichts könnte von der Wahrheit entfernter sein als das. Nichts. Natürlich ist Gott für dich. Wisst ihr warum? Weil wir in die Bibel hineinschauen, hey, und wir finden da nicht Geschichten von irgendwelchen Menschen, die schlecht waren und dann wurden sie irgendwie gut. Sondern es waren Menschen, die tot waren und Gott hat sie lebendig gemacht. Hey, und wir lesen dann, und ich sag dir ganz ehrlich, check das aus, so, ne? Was Jesus an dieser Stelle mit den Jüngern machen wollte. Er wollte nicht etwas für sie tun, weil er gerade dabei war, etwas durch sie zu tun. Das ist verrückt, hey. Ja, die nehme ich mit, Dankeschön. Sondern wir sind oft so drauf, hey, dass wir denken so, okay, hey, ich zähle die Tage bis und ich zähle die Stunden, bis das und das eintrifft und dann, anstatt alles daran zu setzen, dass die Tage in unserem Leben etwas zählen, oder? Hey, und ich will dich heute ermutigen, hey, weil ich glaube, unsere Perspektive wird oft vergiftet. Sondern sie wird vergiftet, hey, dadurch, dass wir vielleicht irgendwas uns gesagt wurde, als wir klein gewesen sind, eine Saat hineingelegt wurde in uns, die dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn wir in den Spiegel hineinschauen, nicht das sehen, was Gott eigentlich erschaffen hat. Hey, vielleicht sind es Freunde, die wir haben oder Freundschaften oder Beziehungen, die unsere Perspektive immer wieder vergiften. Vielleicht ist es diese eine Nummer, die du in deinem Handy drin hast, ey, wo du ganz genau weißt, du solltest sie eigentlich löschen. Ich will dich heute ermutigen, ey, ich will dir sagen, so Gott ist gerade dabei, heute Abend nicht etwas für dich zu tun, sondern etwas durch dich zu tun. Weil das, was er für dich getan hat, hat er schon vor mehr als 2000 Jahren für dich getan. Er ist am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben. Ey. Wir wurden nicht dafür geboren, dazu bestimmt, designed, kreiert, um einfach nur zu existieren, sondern um zu leben. Und wisst ihr, wir haben unsere Vorstellung davon, wie unsere Welt funktionieren soll, oder? Aber nur weil wir die Nummer 1 sind, heißt es noch lange nicht, dass wir die Besten sind, oder? Nur weil wir ein neues Leben kostenlos bekommen haben, heißt es noch lange nicht, dass es uns nicht etwas kosten wird. Und dann träumen wir, aber wir leben nicht wirklich. Wir planen, aber wir bringen nichts zu Ende. Wir wollen kämpfen, aber wir geben viel zu früh auf. Warum? Weil wir die ganze Zeit irgendwelchen Leuten gefallen wollen, die uns eigentlich gar nicht gefallen. Und dann fangen wir an, Menschen zu bewerten, weil wir selber nicht wissen, wer wir sind. Und wir meinen, wir können das ganze Ding kontrollieren, aber wenn wir ehrlich sind, es kontrolliert uns. Und wir nennen das ganze Leben, aber wenn wir ehrlich sind, ist es kein Leben. Es ist nur ein Image dessen, was du haben willst, aber niemals bekommst. Ich will dich heute Abend dafür on fire setzen, dass du kein Image hast, sondern dass du ein Image bist. Du bist nicht die Reflexion dessen, was du nicht sein kannst oder was du nicht sein willst oder was andere Leute über dich sagen, dass du sein solltest. Sondern du bist die Reflexion der grenzenlosen Herrlichkeit Gottes. Komm on, steh auf, da wo du bist, steh auf. Komm on, lass uns aufstehen, da wo du jetzt gerade bist, steh auf. Auch erste Etage, komm on, lass uns aufstehen. Hey, dich klein zu machen, nur damit andere Leute um dich herum sich sicher fühlen, hat nichts Erleuchtetes. Wir wurden dafür geboren, die grenzenlose Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde zu manifestieren. Das sagte Nelson Mandela. Und dann kommt Jesus. Und Jesus sagt vier Worte. Vier Worte, die so plausibel sind. So einfach und dennoch provozieren sie uns. Er sagte, ich bin das Leben. Ey, aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn er wirklich das Leben ist? Was wäre, wenn aus Verbrechern Heilige werden? Was wäre, wenn Gravitation kein Limit kennt, keine Grenze kennt? Was wäre, wenn du nicht der Beste sein musst, um die Nummer 1 zu sein? Was wäre, wenn alles möglich wäre? Was wäre, wenn aus Bergen Staub wird? Mauern werden zu Chancen. Was wäre, wenn der Horizont kein Limit hat? Was wäre, wenn alles möglich wäre? Ich glaube, das ist das wahre Leben. Das ist Leben. Dass nichts unmöglich ist. Dass bei Gott nichts unmöglich ist. Ich glaube, dass Mauern heute zerrissen werden. Niedergerissen werden. Ich glaube, dass wir rauskommen heute Abend aus der Finsternis ins Licht. Dass wir rauskommen aus Schande in Erfolg. Dass wir die Linie überqueren aus Verzweiflung hin in Hoffnung. Raus aus Tod hin in Leben. Wer glaubt es, dass bei Gott
nichts so möglich ist? Wer glaubt es, dass bei Gott nichts so möglich ist? Mein Gott im Himmel, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wie im Himmel, so auf hier. Funny, why do I laugh? What do I know? Why do I rap? Understand that we do what we get, but it every single person every time to sap. Understand that I'll be rapping for the King of Kings, Jesus Christ, the King of everything. He says why I sing. Understand it, the whole way that He planned it, everything personal all across the planet. Yeah, He loves you with an incredible love, and everybody gonna praise it. Jesus, danke dafür, dass du hier bist, um Leben radikal und ein für alle Mal zu verändern, Gott. Danke dafür, dass du uns deinen wunderbaren Geist gegeben hast, der jetzt an uns arbeitet. Wir wollen dich ehren mit unserem ganzen Sein. Und alle sagen Amen.